Geht es Ihnen im Moment so, dass Sie vielleicht in der Nacht öfter aufstehen müssen, weil die Blase drückt? Vielleicht haben Sie sich ja schon eine Blasenentzündung zugezogen. Jetzt in der Ferienzeit beim Baden nichts Ungewöhnliches. Dr. Christine Reiler, die kann uns jetzt aber helfen mit Naturheilmitteln, wie wir so eine Blasenentzündung relativ schnell wieder in den Griff bekommen können. Unbeschwerter Freizeitspaß beim Baden am See, Sommergefühl pur. Da vergisst man schon einmal die nasse Badekleidung zu wechseln. Dann kann es sein, dass man nicht nur die lang ersehnte Entspannung nach dem Baden mit nach Hause nimmt, sondern auch eine Blasenentzündung. Brennen beim Wasserlassen, Schmerzen im Unterbauch und steter Harndrang. Das ist alles sehr unangenehm und der Griff zu Antibiotika verspricht schnelle Linderung. Es gibt aber auch eine Vielzahl an Heilpflanzen, zum Beispiel hier im Fernsehgarten des ORF Salzburg, die mit ihren entzündungshemmenden und harntreibenden Wirkstoffen eine Infektion der Blase und Harnwege lindern können. Die erste Regel lautet trinken, trinken, trinken. Simples warmes Wasser ist immer gut, aber Sie können auch zu einer Kräuterteemischung aus Beerentraube greifen. Diese Arzneipflanze wird nämlich traditionell bei Blasenentzündungen eingesetzt. Ein Tee ist schnell gemacht. Nehmen Sie einen Teelöffel der getrockneten Pflanzenteile und übergießen Sie diese mit heißem Wasser. Dann 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen und anschließend warm trinken. Am besten, Sie nehmen 3 bis 5 Tassen des Tees über den Tag verteilt zu sich. Wissenschaftlich gut erforscht ist außerdem diese rote Beere hier. Schon bei den Ureinwohnern in Norden Amerikas waren die Cranberries mit ihrer heilenden Wirkung bei Harnwegsinfekten beliebt. Inzwischen ist der gesundheitsfördernde Effekt der roten Beeren gut erforscht. Cranberries schmecken sauer und gleichzeitig scharf, deshalb werden sie selten roh gegessen, sondern meist als Saft getrunken. Es gibt sie außerdem in Form von Tabletten oder getrocknet. Wenn Sie an einer Blasenentzündung leiden, sollten Sie auf den Genuss des morgendlichen Kaffees oder Schwarztees verzichten, da diese die Blase zusätzlich reizen können. Greifen Sie doch stattdessen am Morgen zu einem Brennnesseltee. Kommen Sie gesund und munter durch den Tag. Alles Liebe, Ihre Christine Reiler. Dankeschön, Frau Doktor. Ja.